Das folgende Spiel wird Ihnen präsentiert von Admiral. Die Gäste aus Feldkirch kommen nach 3 Spielen ohne Niederlage mit breiter Brust zum Derby auf die Gastra. Die Hausherren in den roten Dressen überraschen die Gäste aus Feldkirch mit aggressivem Angriffsspiel, übernehmen im Oberland-Derby der Vorarlberg-Liga von Beginn weg das Kommando. Bereits in der 3. Spielminute die Chance auf den Führungstreffer. Doch der Feldkircher Keeper klärt bei einem Fabian Flatschuss mit Fußabwehr. Und nur 5 Minuten später die 2. Chance auf die Führung für die Gastra-Kicker. Matthias Flatz geht nach Doppelpass mit Timo Wölbic links auf und davon. Sein Schuss streift jedoch nur das Aluminium des Feldkircher Kasten. Die Hausherren von Trainer Palinic mit einem Offensivkonzept ins Derby geschickt, machen weiter Druck und kommen zu weiteren Möglichkeiten. 11. Spielminute. Matthias Flatz zieht aus 16 Meter ab und das Metall bewahrt die Montfortstädter zum zweiten Mal vor einem frühen Rückstand. Und in Minute 22 ist es Rot-Weiß-Golgeter Fabian Koch, der nach einer Fabian-Flatz-Kopfballvorlage vor dem Feldkircher Kasten auftaucht, in aussichtsreicher Position aber verzieht. So kommt es, wie es kommen musste. Verkehrte Fußballwelt auf der Gastra. 25. Spielminute, Eckball Feldkirch, Stieger auf Pascal Rederer und dessen Hereingabe lenkt Germiniani völlig aus dem Nichts zu seinem 3. Saisontreffer zur Blau-Weiß-Führung in den Rankweiler Kasten. Doch bereits im Gegenzug der Ausgleich. Die Blau-Weißen noch in Jubelstimmung, Paqueccio de Oliveira mit dem schlechten Zuspiel auf Blut. Der zögert, Timo Wölbic spritzt dazwischen, fackelt nicht lange und erzielt das 1:1. Mit diesem für die Gäste doch etwas schmeichelhaften Zwischenstand geht es in die Pause. Auch im 2. Spielabschnitt sehen die rund 700 Fans auf der Gastra das gewohnte Bild. Offener Schlagabtausch mit vielen Zweikämpfen im Mittelfeld und leichten Vorteilen für die Heimischen. Doch beide Teams konnten die wenigen sich bietenden Chancen nicht in Tore ummünzen. So blieb es im Oberland-Derby, das in den letzten Jahren jeweils mit einem knappen Erfolg der Gäste-Teams endete, schlussendlich beim 1:1. Ja, wenn man den Spielverlauf da sieht, vor dem Match ist sicher ein Ding gegen Feldkirch immer besonders, will man natürlich die volle Punkteanzahl holen, gerade daheim. Aber ja, wenn man so viele Chancen liegen lässt, dann ist es wirklich schade, ja, kann man eigentlich nicht zufrieden sein. Ja. Spielweise passt, die letzte Schuss, letzte Entschlossenheit fehlt, darum vergeben wir so viele Chancen. Ich kann jetzt nicht so schnell sagen, wie viele waren, aber der Mannschaft kann ich keinen Vorwurf machen. Und die trainieren gut, die sind immer da, die haben Spaß am Fußball, aber vielleicht diese Naivität durch Jungen, durch die paar Spieler, die früher nicht so regelmäßig gespielt haben, jetzt fehlt der, aber die Mannschaft, sag mal so, bin ich gern da, bin ich gern bei derer. Und wenn derer so unglücklich 2 Punkte weggehen, aber wir müssen weiter tun. Und ich glaube, dass Rankler mit Spielweise stolz sein können. Wir sind Aufsteiger, also wir können nicht hierher fahren und 3 Punkte erwarten. Wir nehmen es natürlich mit, wenn es möglich ist, aber ich denke, für uns auswärts ein Punkt hier ist absolut in Ordnung.